EZB und Fed Vollgas Richtung Abgrund, so hatte ich gestern mein Marktgeflüster betitelt. Und bei der EZB ist das unmittelbar evident. Man will auf der einen Seite die Inflation durch Zinsanhebungen bekämpfen, auf der anderen Seite will man weiter Staatsanleihen kaufen und damit weiter Liquidität ins System kippen. Wie das zusammenpassen soll, muss man mir noch erklären. Und gestern allerdings ist etwas passiert, was diesen Prozess Vollgas Richtung Abgrund auch bei der Fed nach meiner Auffassung beschleunigt hat, denn Jerome Powell hat gestern im Namen der Fed einen schweren Fehler begangen, der ihm noch sehr stark auf die Füße fallen dürfte. Warum will ich in diesem Video zeigen, aber erinnern wir uns zunächst mal, das Wichtigste, was eine Notenbank hat, ist ja eigentlich Glaubwürdigkeit. Aus Glaubwürdigkeit resultiert dann Vertrauen, und wenn man das Vertrauen der anderen hat, kann man wirkmächtig werden, kann sozusagen hier Dinge wirklich in seine Richtung lenken, kann eine Art Guidance geben, eine Richtungslenkung geben, wie die Notenbanken das ja versuchen. Nun hat die Fed lange das Problem der Inflation ignoriert und muss jetzt eben umso deutlicher gegen diese Inflation gegensteuern. Deswegen gestern dieser große Zinsschritt von 0,75%, das ist ja der größte Schritt seit 1994. Also ist die Glaubwürdigkeit, weil man zu lange das Problem der Inflation geleugnet, ignoriert hat, der Fed schon ein bisschen angekratzt. Also das erste Problem war Leugnung der Inflation. Jetzt hat Paul gestern einen weiteren Fehler gemacht, indem er die Lage der Wirtschaft und des Konsumenten rosarot darstellt, damit begründen will, warum die US-Wirtschaft eben weiter steigende Zinsen angeblich verkraften würde. Und das wird dazu führen, dass die Wirtschaft eben, die faktisch deutlich weniger stark ist, als Jerome Powell das gestern gezeichnet hat, bald in eine Rezession abgleiten wird. Und dann wird man sich an die Worte von Jerome Powell erinnern und wird sagen, Mensch, Mitte Juni hast du doch gesagt, der Konsument ist super stark, die Wirtschaft ist super stark und jetzt haben wir das Desaster mit der Konjunktur, sind in einer Rezession. Wie passt das zusammen? Also hier wird sich dann praktisch der nächste Glaubwürdigkeitsverlust dann gleich ankündigen. Schauen wir uns mal diese Aussage an. No sign of broader slowdown in US economy. Also es gibt kein Anzeichen für einen breiteren Abschwung innerhalb der US-Wirtschaft. Da brauchen wir eigentlich nur diesen Chart anschauen. Hier oben zwischen der Erwartung für das BIP, das ist hier unten die weiße Linie, geht weiter nach unten, und Erwartung für die Inflation geht weiter nach oben. Das nennt man dann eine Stagflation. Inflationäres Szenario. Also alles gut, aber sagt Jerome Powell, und er hat gestern auch gesagt, ja, also das Wirtschaftswachstum hat offenkundig zugelegt in diesem Quartal, also die Wirtschaft ist besser gelaufen. Erinnern wir uns, das erste Quartal war ja negativ. Sollte dieses Quartal negativ werden, dann haben wir technisch eine Rezession, zwei Quartale in Folge hintereinander. Und justament als Powell das sagte, nämlich gestern, ist der Atlanta Fed GDP Now Tracker, also praktisch eine Art Realtime-Indikator für die Wirtschaft in den USA, auf Null gefallen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass auch das zweite Quartal möglicherweise negativ ist in den USA, womit wir dann eine Rezession haben. Und das könnte also schon im mindestens 2022 passieren, wenn es dumm läuft, vielleicht sogar jetzt schon eben mit diesem zweiten Quartal könnte die Wirtschaft der USA in einer Rezession sein. Und dann stellt sich Paul hin und sagt, alles gut, alles super, wir können die Zinsen anheben, weil die Wirtschaft kann das ja ohne weiteres verkraften. Schauen wir uns mal den City Economic Surprise Index an, der ja die Abweichung von der Erwartung bei Wirtschaftsdaten versucht zu erfassen. Und wir sehen, seit der letzten Fed-Sitzung im Mai ist es hier deutlich nach unten gegangen. Wir sind jetzt so tief wie seit September 21 nicht mehr. Also die Wirtschaftsdaten enttäuschen, so gestern etwa die US-Einzelhandelsumsätze. Dementsprechend ist es mutig, da von einer robusten Konjunktur zu sprechen. Und dass diese Konjunktur weiter rückläufig ist und sein wird, das zeigte dieser Chart, der mal vergleicht die sogenannten Financial Conditions auf der einen Seite und den ISM-Index auf der anderen Seite. Und wir sehen, die Financial Conditions sind schon nach unten abgedreht, das heißt, die sind weniger lax geworden durch den Anstieg der Renditen, durch den Abverkauf der Aktienmärkte, durch den Anstieg vor allem der Unternehmensanleihenrenditen. Geld ist teurer geworden, das erzeugt einen gewissen Stress, die Dinge sind also nicht mehr ganz so easy. Dementsprechend sehen wir, dass die Financial Conditions deutlich sich straffen.
Und normalerweise gibt es da einen Zusammenhang zwischen eben diesen Financial Conditions und dem ISM-Index, also mithin den Einkaufsmanager-Indizes für die Wirtschaft, die als bester Frühindikator für eben diese Wirtschaft gelten. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, bis der ISM unter die Marke von 50 fällt. Das dürfte noch in diesem Jahr passieren und damit wären wir in einer Schrumpfungssituation. Und umso fragwürdiger erscheint das, was Paul gestern gesagt hat über die Wirtschaft. Dann hat Paul auch gesagt, ja, der Konsument ist in really good shape financially. Schauen wir uns mal diesen guten Zustand des Konsumenten an. Dann sehen wir rot in dieser Grafik hier. Die Sparquote ist jetzt deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau, geht immer weiter zurück, weil die Leute weniger sparen können. Sie können aufgrund der gestiegenen Inflation nicht mehr sparen und auf der anderen Seite gehen die Kreditkartenschulden nach oben, weil die Amerikaner aufgrund der gestiegenen Preise, aufgrund der gestiegenen Inflation versuchen, ihren Lebensstandard dadurch aufrechtzuerhalten, dass sie mehr Kredite aufnehmen. Das heißt, die Amerikaner leben noch mehr als auf Pump, als sie ohnehin schon leben. Und dieses ganze Leben auf Pump war ja nur durch diese niedrigen Zinsen möglich. Das war praktisch ein schuldengetriebener Konsum auf Pump, könnte man sagen. Und dieser schuldengetriebene Konsum auf Pump, der wird sich jetzt nochmal radikalisieren, könnte man sagen. Man muss immer mehr Schulden aufnehmen, um diesen Konsum aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig steigt die Inflation, gleichzeitig wird die Fed jetzt die Zinsen deutlicher anheben, sodass eben diese Schulden immer teurer werden und dadurch wird man weniger konsumieren können. Jetzt zeigen zum Beispiel High-Frequency-Kreditkartendaten von Barclays, dass gerade bei den Ausgaben der Amerikaner in den letzten 4 bis 6 Wochen eine deutliche Verlangsamung erkennbar ist. Das heißt, die Leute pfeifen schon ein Stück weit auf dem letzten Loch. 40% der Amerikaner, ich wiederhole das oft, aber es ist sprechend, haben weniger als $1.000 Sparvolumen in Reserve. 2/3 der Amerikaner leben von Paycheck zu Paycheck und da sind dann kleine Veränderungen gleich sehr, sehr wirkmächtig. Ja, gibt kein Anzeichen für einen Wirtschaftsabschwung. Gestern hatten wir die Einzelhandelsumsätze gesehen, das vierte Mal rückläufig im Vergleich zum Vormonat. Minus 0,3%. Also der Konsument hält sich schon zurück, weil er gar nicht anders kann. Und dieser Konsument wird von so vielen Seiten jetzt im Prinzip attackiert. Er ist in der Regel hoch verschuldet. Diese Schulden wären teurer. Gleichzeitig steigen die Preise, die er an der Zapfsäule erlebt, im Supermarkt erlebt. Und vor allem, wenn er Hausbesitzer ist, dann sieht er, dass praktisch seine Zahlungen, seine Mortgage Payments deutlich teurer geworden sind. Waren wir etwa im Jahr 2020 bei einer monatlichen Belastung für einen 30-jährigen Kredit bei $1.000, sind wir jetzt über $1.800. Alleine in den letzten 6 Monaten sind diese Dinge um 50% angestiegen. Das heißt, das ist wirklich eine Extremsituation für die Leute, die dazu führt, dass der Konsum zurückgehen wird und muss. Dementsprechend erstaunlich, wenn Paul sagt, der Konsument in den USA sei super stark, die Wirtschaft zeige keinerlei Anzeichen für Abschwächung. Das ist schon wirklich eine Art Realitätsleugnung, die letztendlich dieser Realitätsleugnung, die wir bereits gesehen hatten mit der Inflation, Inflation is transitory, jetzt praktisch einen neuen Leugnungsfehler noch hinzufügt und das wird die Glaubwürdigkeit von Paul und der Fed weiter untergraben. Die Konsumenten checken eh, was los ist. Wir hatten ja letzten Freitag, das schwächste Verbrauchervertrauen der Uni Michigan gesehen seit Beginn der Datenreihe. Es war also noch nie so schlecht aus den Gründen, die die Grafiken vorhin gezeigt haben und vor allem aus den Gründen, dass die Leute faktisch eine Inflation von 25,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat haben. Wenn man sich mal anschaut, die Utility Costs, also Gasoline, Benzin, Food at Home, also das, was man aus dem Supermarkt mit nach Hause bringt, Electricity Components, also praktisch Energie etc., all das führt dazu, dass diese Lebenshaltungskosten in so zentralen Bereichen für die Konsumenten um 25,7% gestiegen sind. Das ist nur ganz, ganz etwas weniger als im Jahr 1980, als wir in einem hochinflationären Umfeld waren, in Gefolge der Khomeini-Revolution 79 im Iran mit dem damit verbundenen Anstieg der Ölpreise etc. Und dementsprechend ist jetzt irgendwann Schicht im Schacht, da kann man dann schlichtweg nicht mehr
einfach das Portemonnaie öffnen. Und natürlich hat US-Präsident Biden erkannt, dass diese Inflation ein Thema ist. Paul hat das erkannt. Typischerweise hat er gestern dann zum Beispiel als ersten Satz bei der Pressekonferenz gesagt, wir verstehen, wie stark der Schmerz ist für viele Amerikaner, gerade der unteren Einkommensschichten, durch diese Inflation. Das hat dieses Corona-Thema ersetzt. Ich kann mich erinnern, in Corona-Zeiten, als Paul diese virtuellen Pressekonferenzen gemacht hat, war das erste immer sozusagen sein Mitgefühl gegenüber den Erkrankten oder auch Verstorbenen auszudrücken. Jetzt ist sozusagen die Inflation das neue Corona, könnte man sagen. Und es ist eine gigantische Wohlstandsvernichtung ja schon passiert. Nicht umsonst sind die Financial Conditions doch deutlich straffer jetzt, weil nicht nur die Aktienmärkte verloren haben, sondern der eigentliche Crash, der ist ja an den Anleihemärkten passiert. Da sind die Renditen massiv gestiegen. Dadurch die Anleihekurse deutlich gefallen. Also wir sehen, das, was an Wohlstandsvernichtung hier der Fall ist, wenn man mal Anleihemärkte und Aktienmärkte zusammenzählt, ist mehr als im Corona-Crash. Also auch das spielt in diese Situation hinein, dass die Leute weniger konsumieren können, dadurch die Nachfrage zurückgehen wird. Das ist ja auch eigentlich das Ziel der Fed. Wie sieht die Fed selber jetzt die weitere Entwicklung? Man geht davon aus, dass die Zinsen Ende 2022 bei 3,4% stehen werden. Da hat man die vorherige Projektion aus dem März von 1,9%, also sehr, sehr deutlich erhöht. Dann 3,8% in 2023. Man geht also davon aus, seitens der Fed, dass man weiter in 2023 die Zinsen leicht anheben wird. Und 2024 geht man davon aus, dass man dann wieder ein bisschen die Zinsen senken wird. Interessant. Jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Die Aktienmärkte haben ja gestern zunächst mal ein bisschen Party gemacht, erwartungsgemäß aus diesem stark überverkauften Zustand ein bisschen eine Rallye gezaubert, die allerdings jetzt so ein bisschen wieder verpufft ist. Jedenfalls war der Grund für diese Rallye bei den Märkten gestern die Aussage, dass diese 0,75er Zinsanhebungen not common seien, also nicht normal seien, nicht üblich seien. Und daraus hat der Markt geschlossen, cool, sie werden dann also nicht wie von den Fed Fund Futures schon eingepreist, die nächsten Monate dann jetzt schon im Juli wieder 0,75, dann wieder 0,75. Das war die Furcht des Marktes. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Fed, wie gesagt, hat ja gesagt, Ende 2022 liegen die Zinsen bei 3,4%. Jetzt haben wir noch 4 Sitzungen in diesem Jahr. Das würde bedeuten, dass wir nochmal praktisch dreimal 0,5 und einmal 0,25% Zinsanhebungen bekommen. Ja, wie restriktiv muss man sein? Das weiß die Fed selber auch nicht so genau. We don't know how restrictive our policy has to be. Wie restriktiv sie also sein muss. Jedenfalls sehen wir, dass die US-Märkte gestern diese Rallye gezaubert haben mit dieser Headline etwa auf CNBC. Dow rallies 500 points after Powell signals the Fed could stay aggressive. Also passt ja auch eigentlich nicht so wirklich zusammen. Jetzt schauen wir uns nochmal hochinteressanterweise die sogenannten Economic Projections an der Fed, die sie ja jedes Vierteljahr gibt. Und da sehen wir nicht nur also, dass man erwartet, dass die Zinsen in Ende des Jahres bei 3,4% stehen, sondern wir sehen auch, dass die Fed ihre Wachstumserwartung für 2022 runtergeschraubt hat. Im März waren wir noch bei 2,8%, jetzt nur noch 1,7%. Bei der Inflation war man im März, bei der PCE-Inflation, also Kerninflation, wenn man so will, waren wir bei 4,3%, jetzt 5,2%. Und jetzt achten Sie auch mal auf die Arbeitslosenquote. Im März 3,5%, jetzt 3,7%. Okay, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Liz Anson das interessanterweise beobachtet hat, dann geht die Fed ja davon aus, dass bis 2024 die Arbeitslosigkeit dann wieder auf 4,1% steigen wird. Das wäre ein Anstieg von 0,5% von der derzeitigen offiziellen Arbeitslosigkeit. Jetzt aber ist es so, wenn man Daten zurückverfolgt seit 1948, dass normalerweise dann die durchschnittliche Arbeitslosigkeit nur um 0,3% steigt bis zum Beginn einer Rezession. Das heißt, die Fed geht indirekt dann wohl doch von einer Rezession aus, zumindest wenn man jetzt mal diese Daten abgleicht und sagt, naja, wenn ihr erwartet, dass die Arbeitslosigkeit um 0,5% steigt, dann geht das normalerweise immer einher mit einer Rezession. Also hier auch gleich der nächste Widerspruch. Und
Niemand glaubt eigentlich diese Aussage oder die wenigsten. Naja, die Märkte gestern schon, aber insgesamt wissen alle, naja, das wird schwierig für die US-Wirtschaft. Jeff Gundlach hat das gestern bei CNBC klargemacht. Non-Recession Case is low probability, also sehr unwahrscheinlich, dass wir keine Rezession bekommen. Das letzte Mal übrigens, als die Fed die Zinsen so deutlich angehoben hat, nämlich 1994, musste sie dann gleich wieder 7 Monate später die Zinsen senken. Das könnte vielleicht auch passieren, wenn die Wirtschaft eben doch in eine Rezession abtaucht. Ja, die Fed hat eben jetzt ein kurzfristiges und ein langfristiges Problem. Das kurzfristige Problem hat sich gestern gezeigt. Eigentlich hatte Paul ja auf der letzten Mai-Sitzung noch ausgeschlossen, dass man einen so großen Zinsschritt machen würde von 0,75. Das hat er gestern kassiert und gleichzeitig versucht, die Märkte zu beruhigen. Ja, wir müssen ja nicht immer 0,75 anheben. Auf der anderen Seite steht man eben in diesem Dilemma, naja, wenn man zu stark die Zinsen anhebt, fällt die Wirtschaft in eine Rezession. Wenn man es nicht tut, dann dürfte die Inflation eben weiter ein riesiges Thema bleiben. Das ist diese unlösbare Situation, in der die US-Notenbank ist. Sie muss eigentlich die Zinsen deutlicher anheben, aber das bei einer Verschuldung von 91 Billionen Dollar. Eine schuldenkonsumgetriebene Wirtschaft kann diese Zinsanstiege schlichtweg nicht verkraften, also wird die Fed es wahrscheinlich auch nicht machen, sondern dann eine Ausrede suchen, oh, wir können doch nicht, weil die Wirtschaft vielleicht schwächer wird. Das könnte sozusagen dann bald auf uns zukommen. Und das liegt ganz auf Linie der Biden-Regierung derzeit. Gestern hat sich unangekündigt Joe Biden getroffen mit Nancy Pelosi und Chuck Schumer. Man hat gesprochen über das Thema Inflation und hat gesagt, naja, also diese Inflation ist ja eigentlich nicht unsere Schuld. Wir haben viele Jobs geschaffen, aber es gibt halt so Faktoren wie Corona und Ukraine-Krieg, kann man nichts machen. Und offenkundig bereitet das Weiße Haus jetzt eine Kampagne vor, bei der man zeigen will, dass Biden nicht schuld ist an der Inflation. Das stimmt teilweise, teilweise auch nicht. Biden ist auch mitverantwortlich für die Energiepreisinflation in den USA. Und zwar nicht ganz unerheblich. Andere Inflationstreiber hat er nicht zu verantworten, aber da ist er sozusagen mitschuldig. Und man will den Wählern verklickern, dass die Wirtschaft besser dasteht, als sie selber denken, nämlich diese Wähler. Also ihr checkt gar nicht, wie gut die Wirtschaft ist. Das zeigt, dass Paul offenkundig hier in Interaktion mit Joe Biden agiert, mit der Linie des Weißen Hauses agiert. Und das bringt einmal mehr dann die vermeintliche Unabhängigkeit der Notenbank so ein bisschen in Zweifel. Beide versuchen also jetzt sowohl die Politik Joe Biden als auch Jerome Powell die Lage schön zu zeichnen. Und das ist durchaus gefährlich, denn die Leute sind ja nicht doof in der Birne. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Märkten. Wir haben gestern diese Rallye gesehen, schauen wir uns mal die Stimmung an. Hat sich wieder ein bisschen eingetrübt. Oben die Umfrage unter Privatinvestoren, nur 19,4% bullisch, 58,3% bärisch. Das ist, glaube ich, der höchste Wert seit Jahren, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir sehen, dass Hedgefonds abverkauft haben, die Assets teilweise short sind. Also das ist gefährlich für Shorties jetzt in einer solchen überverkauften Situation, wo die Stimmung so bärisch ist, short zu gehen. Auf der anderen Seite sind die Probleme so gewaltig. Wir werden bald sehen, dass die Margen der Unternehmen kollabieren etc. Die Wirtschaft wird sich abschwächen bei gleichzeitiger Zinsanhebung. Also es gibt auch keine wirklich guten Gründe, long zu gehen, aber das ist das Dilemma, in dem man derzeit so ein bisschen ist. Hier sehen wir mal den S&P 500. Wie er gestern diese Abwärtstrendkanallinie zumindest gehalten hat und dann nach oben gegangen ist. Morgen ist es schon, der große Verfall mit 3,2 Billionen Dollar. Da wird es bumpy bleiben, da wird es hin und her gehen, da ist vielleicht noch Potenzial dann auf der Unterseite. Das zumindest haben die letzten großen Verfallstage gezeigt. Aber dann zum Monatsende könnte praktisch nochmal das Quartalsende, da könnten dann Käufe sich nochmal einstellen. So schätzt etwa Goldman Sachs, dass 30 Milliarden an Equities gekauft werden müssen. Und das ist mehr als in 94% der Fälle an einem Quartalsende. Das heißt, Ende Juni, Richtung Ende Juni, dürften wir dann Unterstützung von dieser Seite bekommen können. Abschließend, meine Damen und Herren, noch kurzer Hinweis zu China, das ja ziemlich dreist seine Wirtschaftsdaten gefälscht hat, die gestern veröffentlicht wurden. Man verbraucht weniger Strom, produziert aber gleichzeitig mit der Industrie mehr. Das ist wirklich erstaunlich. Gleichzeitig transportiert man sozusagen unter geringerem Aufwand mehr Güter, wie gestern
ein Kollege aus Shanghai gezeigt hat, das passt überhaupt nicht zusammen. Hier sehen wir, dass die Hauspreise den 9. Monat in Folge rückläufig sind. 70% der Vermögen der Chinesen liegt in Immobilien, und wenn die Preise zurückgehen, dann reduziert sich deren Vermögen. Dementsprechend hat China wahrscheinlich seinen Zenit schon lange überschritten, zumal wir jetzt eben mit Xi Jinping eine Art Rückkehr zur Mao-Wirtschaft haben. Und wer eine Rückkehr zu Mao-Prinzipien haben will, der bekommt eben dann auch eine Wirtschaft à la Mao, eben eine nicht besonders starke Wirtschaft. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie entlasse, zwei Hinweise. Börse, die Woche der Margin Calls und der Hexensabbat. Was passiert da? Warum sehen wir diese Ausschläge vor allem nach unten derzeit? Und Inflation in den USA, ist es nach wie vor der Energie, zeigt ganz genau, warum die Energiepreise so wichtig sind, warum Joe Biden unbedingt nach Saudi-Arabien reisen will, um mit den Saudis einen Deal zu machen. Das bringt also diese Themen hier zwischen Abverkauf der Märkte und Inflation, Reaktion der Fed darauf. Das ist nochmal eine wunderschöne Klammer, die diese beiden Dinge hier zusammenfasst. Ansonsten, meine Damen und Herren, nochmal die Bitte, wenn Sie all diese Dinge gut finden, mein Video oder Artikel oder etc. von Finanzmarktwelt, teilen Sie die auf Twitter, auf Gesichtsbuch, auf anderen sozialen Kanälen, wo auch immer. Es wäre wirklich ein großer Gefallen, den Sie mir damit tun. Und jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen herrlichen Donnerstag. Die Märkte dürften nervös bleiben heute vor dem morgigen Verfall. Bis dann, ciao.